Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, diesmal sogar mit Minecraft Gameplay. Und ich möchte ein bisschen über meinen Kanal und YouTube reden. Und vor allem die Spiele, die ich bringe. Also, es geht mir vor allem darum, erstmal um meinen Kanal, nämlich bin ich ziemlich inaktiv und ich möchte das ein bisschen für mich und für euch ändern, damit auf meinem Kanal ein paar mehr Videos erscheinen, egal ob jetzt Real Life oder andere Spiele oder Minecraft. Es sollen einfach mehr Videos kommen und nicht irgendwie nur eins pro Monat oder so. Da bin ich ein bisschen, ja, selbst dran schuld und ich, ehrlich gesagt, ich ärgere mich auch ein bisschen darüber und von daher möchte ich das ein bisschen ändern, weil YouTube mein Hobby ist und ich möchte mich auch weiter ein bisschen so YouTuber nennen. Und ja, ich will einfach mehr Videos machen, weil mir das total Spaß macht eigentlich. Aber ich vernachlässige das einfach immer so. Und eigentlich freue ich mich ja immer, wenn ich eure Kommentare lese oder sehe, ja, wer ist noch dabei? So, und jetzt kommen wir zur Sache, warum vielleicht viele Videos nicht kamen. Und zwar lag es daran, dass Minecraft einfach nicht mehr so beliebt ist und ich selber nicht so viel Spaß dran hatte. Und andere Spiele sind ein bisschen schwieriger zu Let's Playen. Ich versuche da besser zu werden, genauso wie Real-Life-Videos zu machen. Aber ich nehme mir immer viel vor und schaffe wenig. Das ist immer so das Problem bei mir. Und das versuche ich einfach ein bisschen zu beheben. Und dann kommen vielleicht mehr Videos. So, dann kommen wir noch zu ein paar Sachen, die ich bereden wollte. Nämlich erstens Minecraft. Gibt es ein paar neue Versionen, aber ich denke, vom PvP her wird sich da nicht viel ändern mit so Wasser-Updates und so. Von daher könnte ich mir das mal anschauen oder ihr könntet euch das mal anschauen, was das neue Update bringen wird. Das ist ziemlich cool, aber für PvP ziemlich langweilig. Weshalb andere Spiele eher in Frage kommen für mich, zum Beispiel Overwatch, CSGO oder vielleicht sogar Fortnite, wobei Fortnite ist sehr, sehr gehypt. Ich selber finde es nur so mittelmäßig, weshalb ich nicht weiß, ob ich noch Videos bringen werde davon. Und ja, dann, ja, was kann man noch sagen? Also bei YouTube gab es so eine kleine Änderung mit der Abo-Box, dass ja nur manche Abonnenten nur noch die Videos in der Abo-Box haben, also der Großteil, aber manche eben nicht, wenn YouTube laut dem neuen Algorithmus sagt, ja, das Video ist nicht so relevant für dich oder du klickst es eh nicht an, in Anführungszeichen, dann erscheint es nicht in der Abo-Box, weil der Rhythmus soll dazu führen, dass man quasi länger auf YouTube bleibt wie bei anderen Plattformen. Und ja, das ist ein bisschen doof für YouTuber natürlich, für YouTube ist es an sich gut. Für jeden kleineren YouTuber ist es eher schlecht, sage ich mal, weil doch viele Aufrufe noch von den Abonnenten kommen und jetzt nicht so durch Trends oder so. Ist ein bisschen schade auch für mich. Also ja, kann man leider nichts dagegen machen. Also es ist wie bei Instagram. Ja, ist ein bisschen schade, aber naja. Auf jeden Fall möchte ich natürlich aktiver trotzdem werden und ich habe mir immer eure Kommentare durchgelesen. Und habe mich natürlich gefreut, wenn da was Nettes drin stand oder so. Außerdem bin ich sehr aktiv auf Instagram, da könnt ihr mir folgen. Also da poste ich immer was in meine Story vom Zocken her oder so. Und ja, immer ein paar Bilder, da seht ihr auch, wie ich aussehe und so, falls es manche von euch interessiert und vielleicht wisst ihr es gar nicht. Ja, was kann man denn noch sagen? Ich könnte über vieles, vieles, vieles reden und ich bedanke mich einfach bei euch, die, die jetzt noch da sind, einfach auf meinem Kanal. Das ist krass. Ich habe, ich glaube, monatelang, also 5 Monate lang quasi nichts hochgeladen und dann irgendwelche Spiele und auch nicht so qualitativ hochwertige Videos. Ja, da ärgere ich mich ein bisschen drüber. Das tut mir natürlich leid an alle, die, ja, ich sag mal, warten mussten oder ja, die einfach ein bisschen verärgert sind, aber freut mich, dass noch viele da geblieben sind und jetzt gerade das Video schauen. Das freut mich echt. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Wir sehen uns natürlich beim nächsten Video. Und das war's dann, Leute. Ciao!